Japan ist stärker erdbebengefährdet als Deutschland. Wodurch könnte es aber auch hier in Deutschland zu schweren Störfällen kommen? Also die Atomenergie insgesamt ist eine Risikotechnologie und egal was für einen äußeren Anlass Sie haben, Sie müssen nach der Notabschaltung noch immer den Kühlbetrieb aufrechterhalten. Wenn der unterbrochen ist, kann es zur Kernschmelze kommen und das kann weltweit bei jedem Atomkraftwerk passieren. Was gab es denn in den vergangenen Jahren an wirklich schwereren Störfällen oder Störfällen, wo es ja zu ziemlichen Katastrophen in Deutschland hätte kommen können? Also wenn Sie sich das angucken in Deutschland, dann haben oft auch die Notstromdiesel nicht angesprungen. Die brauchen Sie, wenn das Atomkraftwerk keine Energie mehr hat und Energie von außen zugeführt werden muss. Und ein Atomkraftwerk braucht diese Energie eben, um diese Kühlwasserpumpen dann auch betreiben zu können. Insofern sind das kritische Störfälle. Da gibt es zwar dann mehrere Notstromdiesel, aber teilweise hatten auch diese Dieselgeneratoren einen und den gleichen Fehler. Und das sind dann ganz problematische Störfälle, auch wenn es hier in Deutschland dann noch nie zu diesen Folgen dann gekommen ist, wie wir das in Japan jetzt sehen. Sowas war in Biblis A mal der Fall, oder? Ja, es gab verschiedene Störfälle in Biblis, in Krümmel, in Brunsbüttel. Also da gibt es eine ganze Reihe. Es sind wirklich meldepflichtige Störereignisse, die wir haben, die in die Hunderte gehen. Was kann sowas hierzulande auslösen? Es ist immer wieder die Rede von Gewittern. Was kann zu schwereren Störfällen führen? Ja, die Argumentation der Gegenseite ist ja, in Bayern wird es keinen Tsunami geben. Das ist sicherlich richtig. Aber auch schon Starkregenfälle können dazu führen, dass die Reaktoren beeinträchtigt werden. Und wenn Sie sich hier einen Wintersturm vorstellen, der vorher die Strommasten umknickt und dann noch einen zusätzlichen Starkregen, dann ist das auch ein Doppelereignis, was dazu führt, dass die Stromversorgung in einem Atomkraftwerk ausfallen kann und schon haben Sie die gleichen Risiken mit der, sodass Sie die das Kraftwerk selbst nicht mehr kühlen können. Und das ist dann der Beginn einer schlimmen Kettenreaktion, der dann auch bis in die Katastrophe führen kann. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vergleichen, wie die Kernkraftwerke gebaut und vor allem auch sicherheitstechnisch ausgerüstet sind. Es hieß immer wieder, dass die Batterien in Fukushima, was ja schwer beschädigt ist, 6 Stunden gehalten haben, als der Strom ausgefallen ist und welche hierzulande nur 2 Stunden halten würden. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig. Hier sind die Pufferbatterien überhaupt nicht so stark ausgelegt wie in Japan. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Batterien eigentlich die Pumpen gar nicht betreiben sollen, sondern die sind eigentlich dafür da, dass das Instrumentarium, Messinstrumente und die Elektronik läuft. Für die Pumpen sind in erster Linie die Notstromdiesel da. Und insofern ist das auch eine kritische Größe bei uns. Sie werden aber auch das Problem nicht verbessern können, indem Sie jetzt die Batteriekapazitäten in Deutschland erhöhen oder sonst etwas machen. Es ist das Grundproblem eines Kernkraftwerks, dass wenn ein Störfall ist, dass es eben weiter Energie noch braucht und nicht in einen betriebssicheren Zustand übergeht, sondern im Gegenteil, dass wenn eine Notabschaltung da ist, sie in einer ganz kritischen Phase sind und es ganz schwer haben, in einen ruhigen, stabilen Zustand das Kernkraftwerk zurückzuführen. Das können wir gerade auch in Fukushima beobachten. Dort wurden ja auch welche vorher runtergefahren, aber dann waren dann doch nicht richtig beherrschbar, oder? Na, da hatten Sie ein Problem in dem Reaktorblock 4 in Fukushima 1, wo das Brennelementelager Feuer gefangen hat. Auch diese
Ablager- und Abklingbecken müssen sie ständig kühlen. Das ist dort nach dem Tsunami nicht geschehen. Und obwohl das Kernkraftwerk außer Betrieb war, ist es dort zu einem Brand gekommen mit erheblicher Freisetzung von Radioaktivität. In Fukushima gab es auch immer wieder Wasserstoffexplosionen. Wie sähe das Szenario in Deutschland aus? Ja, bei Wasserstoffexplosionen, da muss man sagen, dass wir das in Deutschland auch schon gehabt haben, und zwar bei dem Schrottreaktor in Brunsbüttel. Dort hat es eine gefährliche Wasserstoffexplosion gegeben. Auch da hält der Betreiber Vattenfall die Informationen zurück. Wir haben dort geklagt, an die Informationen ranzubekommen, um zu klären, was dort tatsächlich geschehen ist. Aber die Betreiber halten sich da alle bedeckt und stufen das als Geheimsache ein und sind dort auch unverantwortlich in der Informationsweitergabe.